Miese Hotelzimmer im Mallorca-Urlaub. Echt ekelhaft. Das darf ein Gast nicht akzeptieren. Dreiste Abzocke mit Fake-Ferienhäusern. Ich habe dann auch Anzeige erstattet. Der Polizist hat gesagt, das ist so eine professionelle Betrugsmasche. Und Campingurlaub. Hohe Kosten, wenig Leistung. Ich glaube, es war noch nie so einfach, einen Campingplatz ausgebucht zu kriegen wie heute. Und da kann man auch hohe Preise aufrufen. Ich glaube, da ist definitiv Goldgräberstimmung. Die Tricks der Reisebranche. Sonne, Strand und Meer. Für viele von uns sind die Ferien die schönste Zeit des Jahres. Fast jeder dritte Einwohner in Deutschland fährt einmal im Jahr in den Urlaub. Beinahe jeder vierte sogar mehrfach. Wie wichtig ist Ihnen Urlaub? Sehr wichtig. Warum? Der Ausgleich zum Arbeitsleben und überhaupt vom Alltag und vom Haushalt. Wir entfliehen gerne so ein bisschen dem schlechten Wetter in Deutschland. Es muss schon ein Hotel sein, wo man sich gut erholen kann, vielleicht mit Spa, gerne am Strand. Wie oft fahren Sie denn in Urlaub? Also dieses Jahr werden es 4-5 Mal. Doch zur Urlaubslust kommt manchmal auch Urlaubsfrust. In Frankreich hatten wir mal eine Unterkunft, da stank es richtig. Wir sind mal in Amerika gewesen. Das war fürchterlich, da konnte man auf keine Toiletten gehen. Das war schon ziemlich entsetzlich. Kakerlaken, Schimmel überall, einfach nicht gesäubert. Ja. Einfach alles, als ob alles egal wäre. Ja. Da war ich auf Rhodos und bin da in ein anderes Hotel umgelegt worden, weil die Buchungen zu wenig waren. Das war ein schlechteres Hotel, als wir eigentlich gebucht hatten. Fast die Hälfte der Deutschen bucht ihre Urlaubsreise übers Internet. Auf unzähligen Vergleichsportalen lässt sich nach dem vermeintlich besten Angebot suchen. Praktisch, aber auch ziemlich undurchsichtig. Der Buchungsportal-Ärger. Um herauszufinden, mit welchen Tricks die Anbieter arbeiten, haben wir zwei Reisen nach Mallorca gebucht. Familie Schmalmack aus Hohenlockstedt in Schleswig-Holstein probiert für uns ein Pauschalangebot aus. Für mein Drehteam und mich haben wir Hotel und Flug einzeln gebucht. Los geht's für uns alle am Hamburger Flughafen. Moin! Moin. Alles klar? Ja, und selber? Ja. Ja. Auf was freut ihr euch denn am meisten eigentlich? Natürlich schönes, warmes Wetter, Sonne, Strand und Meer. Ja. Wir sitzen ja auch im gleichen Flieger. Von daher würde ich sagen, einchecken und los geht's, oder? Ja. Lass uns das machen. 6 Wochen vorher. Wir buchen unsere Reisen. Für unsere Stichprobe entscheiden wir uns auf dem Portal Holiday Check für ein Hotel nahe Palma, 300 Meter vom Strand entfernt und in der Nähe der Ferienmeile El Arenal. Doppelzimmer, 3 Übernachtungen, all inclusive, für knapp 325 Euro. Den Flug gibt es direkt bei Eurowings für 395 Euro. Wir wollen aber wissen, wie viel zahlt man auf Vergleichsportalen wie flüge.de? Hier kostet der gleiche Flug 420 Euro, satte 25 Euro mehr. Und das auch nur, wenn man mit der hauseigenen Kreditkarte von flüge.de zahlt. Sonst kommt noch eine Servicegebühr von 50 Euro obendrauf. Der Bundesgerichtshof hat 2017 entschieden, dass Buchungsportale und Online-Shops den Verbrauchern immer eine weitere kostenlose Zahlungsmethode anbieten müssen. Gerade in dem Fall flüge.de sammeln wir aktuell Fälle. Also Betroffene können sich bei uns melden, wenn sie diese Aufpreise bezahlen mussten. Wir sammeln diese Fälle, um dann eine Sammelklage gegen flüge.de anzustrengen. Was sagt das Unternehmen, zu dem auch die Webseiten flug.de, billigflüge.de und Airline Direct gehören dazu? Die Firma widerspricht der Aussage der Verbraucherzentrale. Die Erhebung eines Serviceentgelts ist keinesfalls rechtlich unzulässig, sondern absoluter Branchenstandard. Wir schauen uns die Webseite von flüge.de genauer an. Welche Preisfallen lauern hier sonst noch? Das Erste, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass sie sofort eingeladen werden, Plus-Mitglied zu werden. Der dick gedruckte Preis ist auch nur der Preis für die Plus-Mitglieder, der einen aber irgendwie lockt. Und da weiß man aber noch nicht, dass diese Plus-Mitgliedschaft eben auch Geld kostet. Und diese Mitgliedschaft ist ein Abo. Wenn Sie das nicht pünktlich kündigen, haben Sie es gleich ein Jahr weiterhin. Ich klicke das jetzt einfach mal an, das Angebot wählen ohne diese Plus-Mitgliedschaft.
So, und jetzt soll ich noch eine Reiserücktrittsversicherung abschließen. Ja, auch das wird oft von Buchungsportalen angeboten. Aber die gibt es sehr, sehr günstig von echten Versicherungsanbietern. Es macht Sinn, das extern dazu zu buchen. Trotzdem schreiben Sie hier unsere klare Empfehlung, sichern Sie sich ab gegen Risiken. Also ich mache ja schon, spiele ein bisschen mit der Angst. Ja, ne? Genau. Also Flüge.de muss Geld verdienen oder möchte Geld verdienen. Und Sie könnten ja denselben Flug auch eben über die Website der Airline buchen. Und Flüge.de verdient eben zusätzliches Geld, indem Sie eben die ein oder andere Versicherung oder Mitgliedschaft abschließen. Das ist das einzige Geheimnis dahinter. Flüge.de erklärt uns gegenüber, die Zusatzleistungen seien ein kundenorientierter Bestandteil unseres Angebots als Reisebüro. Nadine und Ben Schmalmack buchen ihre Pauschalreise mit 3 Übernachtungen als Komplettpaket, auch bei Holiday Check. Ein Familienhotel im Osten der Insel. Die Fotos ansprechend. 70% Weiterempfehlung anderer Gäste. Besonders gut schneidet das Hotel beim Service und der Lage ab. Das sieht doch ganz schön aus, der Ausblick. Der Ausblick ist echt schön. Familie Schmalmack bucht ein Doppelzimmer Twin mit Meerblick für 2 Erwachsene und 2 Kinder. All inclusive für stolze 1768 Euro. Trotz sofortiger Buchungsbestätigung vom Veranstalter TUI kommt nur eine Stunde später die Mitteilung, das Zimmer ist nicht mehr verfügbar. Stattdessen nur ein Doppelzimmer für 1916 Euro. Fast 150 Euro teurer und angeblich ausreichend für eine 4-köpfige Familie. In den kommenden Tagen vergleichen wir die Preise auf HolidayCheck. Schon innerhalb kürzester Zeit wird das Pauschalangebot immer teurer. Außerdem merken wir, die Wahl des technischen Gerätes kann den Preis beeinflussen. Die identische Reise kostet zum gleichen Zeitpunkt auf dem Laptop fast 150 Euro mehr als auf unserem Handy. Manchmal ist das auf dem Handy günstiger und manchmal ist es auf dem PC günstiger. Hier lohnt es sich eben, die Buchung über den verschiedenen Endgeräten zu recherchieren und dann den günstigsten Preis zu buchen. Holiday Check kann sich den Preisunterschied zwischen Handy und Laptop nicht erklären. Es sollten zum gleichen Zeitpunkt in allen Kanälen identische Preise angezeigt werden. Ärgerlich, wenn man auf die Tricks der Buchungsportale hereinfällt. Noch schlimmer allerdings, wenn die gebuchte Ferienunterkunft gar nicht existiert. Die miese Masche mit dem Ferienhausbetrug. Melanie Neubecker ist auf dreiste Betrüger hereingefallen. Als die Mutter aus Badenweiler für ihre Familie ein Ferienhaus in Kroatien sucht, bekommt sie in einer Facebook-Gruppe ein Angebot. Für 10 Tage kostet die Unterkunft 2.700 Euro. Warum sind Sie denn davon ausgegangen, dass die Anzeige echt ist? Also mir wurden Bilder geschickt von dem Haus und diverse Informationen, was kostet. Also Strom, Wasser, also es war alles so informativ und ja, die Bilder waren auch in Ordnung. Sie haben ja dann sogar einen Mietvertrag für dieses Haus bekommen, oder? Absolut professionell. Also alles, was wichtig ist für einen Mietvertrag, steht da drin. Also die Räumlichkeiten, wie groß das Haus ist, die Adresse, dann welche Anzahlung zu leisten ist, wann die Restzahlung fällig ist. Melanie Neubecker bucht das Haus gleich für 2 Urlaube zu unterschiedlichen Zeiten, leistet eine Anzahlung von insgesamt 1.800 Euro. Und wie ging es dann weiter? Die verrückte Geschichte eigentlich war dann, dass ich in Facebook dann eine Seite vorgeschlagen bekommen habe. Da heißt es Kroatien, Betrugswarnung. Und habe dann sowohl diesen Pseudonym, was die Person in Facebook benutzt, auf dieser Liste gefunden, als auch den Namen, wo ich das Geld überwiesen habe. Ja. Und dann war das so richtig so, oh mein Gott. Auch andere Facebook-Nutzer sind also schon auf die Abzockerin reingefallen, warnen in der Gruppe vor dem Betrug. Melanie Neubecker erstattet Anzeige. Aber das Geld ist weg. Anscheinend kein Einzelfall, sondern eher systematischer Betrug? Wir recherchieren. Auf Facebook posten auch wir ein Gesuch nach einem Ferienhaus. Schnell bekommen wir Angebote. Einige davon sind echt, doch viele wirken reichlich dubios. So wie dieses mit dem Foto der kroatischen Ex-Präsidentin. Wir zeigen Interesse an einer Wohnung, lassen uns Fotos schicken. Die finden wir bei Google über die Bildersuche.
Schnell wird klar, die Fotos sind geklaut. Von einem Portal, das diese Ferienwohnung tatsächlich vermietet. Die Betrügerin drängt uns, schnell zu bezahlen. 50% des Gesamtpreises. Dann hätten wir das Haus fest reserviert. Das Geld soll auf ein Konto in Italien überwiesen werden. Dies ist die Bankverbindung meines Kundenbetreuers. Sobald die Überweisung erfolgt ist, schickst du mir ein Foto der Quittung. Wie schnell werden Sie die Überweisung vornehmen? Wir geben uns zögerlich. Können Sie nachweisen, dass Sie tatsächlich die Besitzerin des Hauses sind? Es ist nicht nur das, was ich besitze. Und niemand hat mich falsch genannt. Ich habe alle Hauspapiere. Wir beenden den Chat und schreiben den wahren Eigentümer an. Er ahnt nichts von dem Betrug. Informiert sofort die Behörden vor Ort. Warum gibt es auf Facebook so viele Fake-Profile? Wir fragen nach, was der Konzern gegen Betrug unternimmt. Man habe Systeme, um Fake-Profile zu erkennen und zu entfernen. In diesem Jahr habe man bereits 426 Millionen verdächtige Accounts gelöscht. Aber nicht nur in sozialen Netzwerken wird mit falschen Ferienhäusern Dreistkasse gemacht, noch unverschämter gehen Betrüger auf Mallorca vor, wie wir in Kürze feststellen werden. Doch zunächst geht es für Familie Schmalmack, mein Team und mich mit dem Flieger auf die Baleareninsel. Wer bekommt mehr für sein Geld? Pauschalurlauber oder Individualreisende? Wir machen den Urlaubscheck. Wir sind am Flughafen in Palma angekommen. Vorab haben wir einen Mietwagen gebucht über das Portal billigermietwagen.de. 3 Tage für 211 Euro. Die Firma befindet sich außerhalb des Flughafens. Wir müssen mit dem Shuttlebus fahren. Und das dauert. Wenn es mal länger dauert, ne? Ja, vorbereitet sein, ganz wichtig. Nach rund 15 Minuten Fahrt kommen wir bei der Station an. Der Mitarbeiter am Schalter will uns statt unseres gebuchten Kombis ein Cabrio andrehen, für über 60 Euro zusätzlich. Wir verneinen, wollen unser gebuchtes Auto haben. Er versucht es weiter. Sie haben eine Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung gebucht. Ich würde Ihnen raten, die Selbstbeteiligung auf Null zu setzen. Das kostet für 3 Tage 72 Euro zusätzlich. Doch die Selbstbeteiligung in Höhe von 850 Euro würde uns der Anbieter Auto Europe im Schadensfall zurückerstatten. Das haben wir schwarz auf weiß. Wir zeigen dem Mitarbeiter das Dokument. Das stimmt nicht. Ihre Vollkasko deckt keine Schäden am Unterboden ab. Aber das steht hier doch. Das stimmt aber nicht. Das ist einfach nicht korrekt. Der Mitarbeiter lügt uns dreist an. Will uns partout die zusätzliche Versicherung andrehen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Wenn Sie die Versicherung nicht nehmen, blocken wir jetzt 1.200 Euro auf Ihrer Kreditkarte für einen eventuellen Schadensfall. Und wenn wir sie nehmen? Dann sind es nur 200 Euro. Uns scheint, der Mitarbeiter ist darauf geschult, die Kunden zu verängstigen. Um nicht die 1.200 Euro von der Kaution zu gefährden, buchen auch wir schließlich die Versicherung für 72 Euro extra. Nach unserer Rückkehr schildern wir Frieda Bechtel unseren Fall. Er ist Pressesprecher des Online-Portals billigermietwagen.de, über das wir gebucht haben. In welcher Verantwortung sehen Sie sich denn als Anbieterplattform? Wann sagen Sie, so jetzt reicht's, diese Mietwagenfirma, die schmeißen wir aus unserem Angebot raus? Am Ende glauben wir halt auch, das Rausschmeißen einzelner Angebote ist nicht der richtige Weg, weil es gibt andere Portale, die listen die dann weiterhin. Deswegen müssen wir halt immer abwägen, zwischen der Marktvielfalt abzubilden, denn die Kunden erwarten von uns auch sehr attraktive Preise und den Kunden eben zu beraten, was er möchte, was er bekommt und dass er sich dann entscheidet. Wir inspizieren unseren Mietwagen. Guck mal hier, oh, voll die Delle. Und hier oben ist auch alles abgeschrammt, ne? Und guck mal, hier ist einer die komplette Seite aufgeratscht hier. Guck mal da. Keiner hat irgendwas gesagt. Hier vorne, da, das ganze Auto ist eine einzige Beule. Ein Übergabeprotokoll haben wir nicht bekommen. Wir fragen am Schalter noch einmal nach. Ja, okay, also wegen der Kratzer und der Beulen, hat er gesagt, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
Wir hätten ja eh einen kompletten Versicherungsschutz. Und dann habe ich gefragt, ja, und was wäre, wenn ich den nicht hätte? Ja, dann machen Sie Fotos. Experten raten, trotzdem immer auf ein Übergabeprotokoll zu beharren. Egal, ob Vollkasko versichert oder nicht. So lässt sich im Schadensfall unnötiger Ärger vermeiden. Bei der Pauschalreise von Familie Schmalmack ist der Bustransfer inklusive. Nach 1,5 Stunden kommt die Familie im 3-Sterne-Hotel in der Nähe von Calador an. Das gebuchte Doppelzimmer? Klein und eng. Das Zustellbett für die Kinder direkt vors Balkonfenster gestellt. Für die Kleinkinder ist es halt ein bisschen gefährlich, gerade weil die eine Seite vom Hochbett offen ist. Heißt, keiner von den beiden kann oben schlafen. Das heißt, einer von uns Erwachsenen muss oben schlafen. Dabei ist das Zimmer eine Alternative, die uns von TUI für eine vierköpfige Familie angeboten wurde, weil das zuerst gebuchte Zimmer nicht mehr verfügbar war. Und das für satte 1.916 Euro für 3 Übernachtungen. Ich finde, das hat nichts vom Hotel, gerade für 2.000 Euro. Wir zahlen jetzt ja mehr als vorher. Finde ich, ist das schon ein bisschen frech. Wir zeigen unsere Aufnahmen Hotelexperte und Tourismusforscher Martin Linne. Wie schätzt er die Zimmersituation für eine vierköpfige Familie ein? Es ist ein Doppelzimmer für 2 Personen und da können sich 2 Personen drin aufhalten. Ja. Ein kleines Kind kann man im Beistellbett sicherlich noch in einem Doppelzimmer unterbringen. Jetzt sind natürlich 2 Kinder da mit einem Hochbett. Das ist zu klein für die Familie. Die werden da nicht vernünftig schlafen können. Die Kinder können in dem Bett sowieso nicht schlafen. Also der Urlaub ist verfuscht. Und auf diese Art und Weise kann man 4 Personen eigentlich nicht unterbringen. Und das zu dem Preis, muss man auch mal denken. Viel zu teuer. Veranstalter TUI antwortet uns zur Zimmergröße nichts, gibt aber zu, natürlich muss ein Bett auch für die Kinder nutzbar sein. Wir werden das Hotel zum Thema Kinderbett noch einmal entsprechend kontaktieren. Auch das Bad des Hotelzimmers wurde offenbar schon länger nicht mehr renoviert. Die Dusche ist komplett verkalkt. Es ist halt sehr abgerockt, ne? Also man merkt schon, dass es wirklich in die Jahre gekommen ist. Wenigstens der Meerblick vom Balkon sorgt bei der Familie für ein wenig Urlaubsstimmung. Der Ausblick ist echt traumhaft. Das ist ein sehr großer Pluspunkt. Auch wir kommen in unserem Urlaubsort an. Das Hotel in einem Wohngebiet, 300 Meter vom Strand. Die Anlage? Eine riesige Bettenburg mit mehreren Gebäuden. Ich beziehe ein Doppelzimmer. So, mal schauen. Ja, auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Aber so gut geht es nicht weiter. Im Bett Flecken. Auf dem Nachtschrank Haare. So, und wie sieht's im Bad aus? Da fehlt der Duschvorhang. So, wie ist denn mit der Aussicht? Oh Mann. Okay, wir haben keinen Meerblick gebucht, aber das? Der Gesamteindruck meines Zimmers, sehr durchwachsen. Viel schlimmer erwischt es allerdings meine Kollegen. Die haben angeblich die gleiche Zimmerkategorie, nur in einem anderen Gebäude. Boah, guck mal hier. Hast du das gesehen? Oh. Ja. Das Zimmer runtergerockt und modrig riechend. Mit ramponiertem Mobiliar. Der Fernseher nicht angeschlossen, genauso wenig wie das Telefon. Echt ekelhaft. Also wir suchen echt nicht das Haar in der Suppe, ne? Aber es sind halt Haare da. Was sollen wir tun? Guck mal hier, geht's weiter mit den Haaren auf dem Weg zum Bad. Ich trau mich kaum, die Badtür aufzumachen. Jo. Boah, ist das eine krasse Dusche. Das ist echt nicht zumutbar, ey. Der Zustand des Zimmers, auch für Tourismusexperte Martin Linne, eine echte Katastrophe. Das darf nicht sein. Das sind eindeutige Hinweise dafür, dass da Ewigkeiten nicht richtig gearbeitet wurde. Wie würden Sie das Niveau hier bewerten? Niedrig, sehr niedrig. Was Sie erwarten müssen, ist Sauberkeit. Nicht vorhanden.
technische Funktionalität. Nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Insofern ist das im Rahmen der Abzocke, was da gemacht wird. Entspricht das einem Drei-Sterne-Standard? Nein, der spanische Standard weicht vom deutschen und europäischen Standard sicherlich gravierend ab. Aber das darf ein Gast nicht akzeptieren. Das muss ein Gast auch nicht akzeptieren, dass ihm ein solches Hotelzimmer geboten wird. Wir fragen schriftlich beim Hotel nach. Man erklärt uns, der Rezeptionist hätte uns versehentlich eine schlechtere Zimmerkategorie gegeben, als wir gebucht haben. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Zimmer nicht in einwandfreiem Zustand sein sollten. Erst am nächsten Tag kann mein Team in andere Zimmer umziehen. Nach dem Urlaub bietet uns das Hotel eine Entschädigung an. Wir müssen die erste Nacht nicht bezahlen. Wir vergleichen die Fotos, die das Hotel auf dem Portal Holiday Check gepostet hat, mit der Realität. So sehen die Zimmer im Internet aus, so in echt. Auch auf dem Hotelgelände schauen wir uns um. Die Pools teilweise gesperrt. Und sehr viel kleiner als auf den Fotos. Die haben das mit einem Weitwinkel fotografiert und dann wird natürlich alles viel größer. Aber in echt traurig. Die Freizeitanlagen heruntergekommen. Sport machen will hier wohl kein Urlauber. Die Anlage ist in die Jahre gekommen, stammt aus der Frühzeit des aufkommenden Massentourismus, aus den 80er Jahren sehr wahrscheinlich. Und die Substanz ist einfach nicht mehr marktfähig. Das ist runter, das ist auf, das muss komplett saniert werden. Wir schauen uns die Hotelbewertungen auf Holiday Check an. Hier finden wir einige negative, aber auch auffallend viele positive. Wir waren schon oft in Hotels, aber dieses hat uns wirklich beeindruckt. Das Zimmer war groß, sauber und für das Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich völlig in Ordnung. Große, saubere Anlage mit sauberen Zimmern. Super Urlaub, gerne wieder. Wie kann es sein, dass diese Bewertungen so positiv ausfallen? Fest steht, je besser ein Hotel bewertet ist, desto öfter wird es gebucht. Denn die meisten Urlauber verlassen sich auf solche Online-Rezensionen. Bewertungen sind für mich insofern wichtig, dass ich denke, wenn die Leute hier vor Ort schon mal waren und mir ein paar kleine Tipps geben können, dass das schon meine Entscheidung beeinflusst. Da informieren wir uns vorher schon. Man muss sich mehrere Bewertungen ansehen, nicht auf die erste beste springen, sondern mal auch ein bisschen weiter runter scrollen. Man achtet schon drauf, also man lässt sich schon von den Meinungen der anderen auch beeinflussen. Aber kann man den Online-Hotel-Bewertungen wirklich immer trauen? Oder werden Urlauber dabei teilweise gezielt hinters Licht geführt? Der Bewertungsschummel. Das Buchungsportal Holiday Check schreibt auf seiner Webseite, es gäbe null Toleranz für gefälschte Bewertungen. Man verfolge Bewertungsbetrug konsequent und mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Wie verbreitet sind solche Fake-Bewertungen? Tourismusforscher Martin Linne beschäftigt sich schon lange mit Fake-Rezensionen im Internet. Er sagt, der Bewertungsbetrug wird immer professioneller. Die Portale selbst argumentieren, sie hätten Kontrollmechanismen und Algorithmen drin, die das rausfiltern könnten. Auf der anderen Seite sind die Anbieter von Fake-Bewertungen immer höher qualifiziert, immer besser technisch ausgerüstet, sodass man diese Hürden auch umgehen kann. Es gibt also zahlreiche falsche Bewertungen, die einfach durchgehen. Viele gucken ja auch auf die Gesamtbewertung. Ist das eine Aussage, an der man sich orientieren kann? Die Durchschnittszahl auf jeden Fall nicht. So einen Durchschnittswert kann ich relativ einfach erzeugen. Ich habe viele schlechte und dann eben ein paar herausragende Bewertungen. Statistisch kommt was relativ Gutes dabei raus. Man sollte sich auf alle Fälle verschiedene Bewertungen durchlesen und sich daraus selbst einen Gesamteindruck vermitteln. Wie kommt man als Hotelbesitzer an Fake-Bewertungen? Wir recherchieren. Über Google finden wir zahlreiche Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, fingierte Bewertungen zu schreiben. Auch für alle großen Urlaubsportale. Wie einfach man die Bewertungen kaufen kann, wollen wir ausprobieren. Gemeinsam mit Jasmin und Carsten Abbe aus Travemünde. Die Hotelbesitzer sagen, gute Online-Bewertungen sind mittlerweile das wichtigste Entscheidungskriterium für eine Hotelbuchung.
Wie fair finden Sie es, dass man gute Bewertungen sich erkaufen kann? Absolut unfair. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist, also es ist mehr als unfair und das ist auch unkollegial, weil ich finde, jeder hat die Chance selber für sich um gute Bewertungen zu kämpfen und ich finde alles andere eben einfach unfair und für mich ist das Betrug. Und es geht ja auch ganz einfach. Wir können es ja einfach mal durchspielen. Ja, gerne. Ich habe hier einen Anbieter gefunden. Ich würde vorschlagen, wir nehmen mal hier dieses Bronzepaket. Da gibt es 10 Bewertungen für 99 Euro. Krass. Unfassbar. Das ist heftig. Ich kann das gar nicht glauben. Und das ist auch quer durch alle Portale. Ja. Wow. Ja, man kann sich die Portale frei aussuchen, ne? Steht hier. Man kann hier 10 Bewertungen, da können wir 2 bei Expedia eingeben, 2 bei Booking.com, dann sind sie schön vertreten. Wir wählen gezielt Portale aus, die damit werben. Nur echte Gäste könnten Bewertungen schreiben. Zahlungspflichtig bestellen und zack. Mal, geht raus. Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Das hat keine 5 Minuten das gedauert. Das bin ich aber auch mal gespannt. Völlig problemlos. Wie finden Sie, dass das so einfach geht? Erschreckend. Ich finde es tatsächlich erschreckend. Ja. Während wir darauf warten, dass unser Auftrag bearbeitet wird, treffen wir in Kiel Boris Vita, Anwalt für Telekommunikationsrecht. Auch er beschäftigt sich schon seit Jahren mit Fake-Bewertungen auf Online-Portalen. Viele empfinden das als Betrug und tatsächlich gibt es hier auch einen Betrugstatbestand, nur der ist so dermaßen kompliziert, dass der hier nicht zur Anwendung kommt. Es wäre durchaus möglich und auch begrüßenswert, so einen Betrugstatbestand für diese online-spezifischen Betrügereien zu schaffen. Wenn der gesetzgeberische Wille da wäre, könnte sowas innerhalb eines halben, dreiviertel Jahres möglich sein. Nur ich erkenne ihn zurzeit nicht. Das Bundesjustizministerium schreibt uns, es sei nicht notwendig, das derzeit geltende Strafrecht zu ändern. Eine Fake-Bewertung sei eine Vorbereitungshandlung für eine mögliche spätere Verbrauchertäuschung. Das Strafrecht stelle solche Vorbereitungshandlungen nur in seltenen Ausnahmefällen gesondert unter Strafe. 3 Wochen später. Eigentlich sollten unsere gekauften Fake-Bewertungen bereits online sein. Doch es gab ein Problem. Der Anbieter hat wohl rausbekommen, dass die Bewertungen beantragt worden sind von einem NDR-Rechner. Sie haben es irgendwie rausbekommen, dass wir zusammenarbeiten und haben uns daraufhin eine Mail geschickt, wo sie gesagt haben oder geschrieben haben, dass sie die Bewertung nicht veröffentlichen, weil wir gegen deren AGBs verstoßen haben und haben unseren Account somit geblockt. Jasmin und Carsten Abbe haben den Eindruck, die Firma will grundsätzlich nichts mit der Presse zu tun haben. Vielleicht, weil sie wissen, dass sie sich mit ihrem Geschäftsmodell in einem Graubereich befinden. Und dann kam auch noch eine weitere E-Mail. Wir mögen uns das doch genau überlegen, ob wir wirklich zulassen, dass der Bericht veröffentlicht wird. Und das war wirklich schon ein recht harter Tonfall, der da angeschlagen worden ist. Unser Experiment ist aufgeflogen. Die gekauften Bewertungen hätten wir im Nachhinein sowieso wieder löschen lassen. Wie einfach es normalerweise aber ist, an Fake-Bewertungen zu kommen, hat unsere Recherche trotzdem gezeigt. Zurück auf Mallorca. Die Sehnsucht der Menschen nach einem perfekten Urlaub lockt immer wieder Betrüger an. Hier auf der Baleareninsel werden Urlauber besonders dreist abgezockt. Wunderschöne Villen, online als Ferienhaus angeboten. Ein eigener Pool, Luxusausstattung, dazu noch direkter Meerblick, ein Traum. Schon vor unserer Reise haben wir eine Buchungsanfrage für eine der Villen gestellt. Das Angebot: 7 Nächte für 4 Personen, knapp 2.700 Euro. Wenn wir alles im Vorfeld bezahlen, gäbe es 15% Rabatt. Wir suchen die Fotos der Villen im Internet. Schnell wird auch hier klar, die Fotos sind wieder geklaut von echten Immobilienfirmen. Denn die Villen stehen in Wahrheit zum Verkauf. Wir kontaktieren eine der Maklerfirmen. Ja, Hiller vom NDR, guten Tag. Ich habe mal eine Frage zu Ihrer Immobilie Villa Blanca Nieve. Ich bin ein bisschen stutzig geworden, weil dieselben Fotos habe ich eben auf einer Internetplattform gefunden, wo man Ferienhäuser buchen kann. Der Mitarbeiter bestätigt uns, diese Villa wird definitiv nicht als Ferienhaus vermietet. Und die Maklerfirma hatte keine Ahnung, dass Betrüger Fotos von ihrer Webseite klauen. Wer steckt hinter dieser dreisten Masche? Der Firmensitz, laut Internet, eine Adresse in Palma. Vor Ort
kein Hinweis darauf, dass es die Firma wirklich gibt. Wir sprechen einen Hausbewohner an. Die Firma heißt bookingmallorcavillas.com. Mhm. Kennen Sie die? Nee, sagt mir nichts. Aber Sie sind hier gerade rausgekommen? Sie kennen eigentlich die Firmen, die hier im Gebäude sitzen? Mehr oder weniger. Die sagen mir überhaupt nichts. Also ich glaube nicht, dass die hier sind. Wir rufen die angegebene Service-Hotline an. Aber auch hier nur ein Anrufbeantworter. Anscheinend alles Fake. Diese Firma existiert nicht. Steckt dahinter eine systematische Urlauberabzocke? Das fragen wir Jordi Cerdo. Der Mallorquiner ist Vorsitzender des Verbandes der Ferienhausvermieter. Derzeit registriert er 2 bis 3 solcher Betrugsfälle pro Monat. Die armen Gäste kommen, eine Familie mit Kindern, um 5 Uhr, 6 Uhr abends. Kinder sind müde und finden das Haus nicht. Ah, Polizei, Sprache, eine Übersetzung. Dann rufen sie uns an, suchen sie an. Ich habe oft ein paar Familien zu meinem privaten Haus mitgenommen, eine Nächte. Also eine Nächte bei mir wohnen. Aber viele Gäste, wenn sage ich einen Betrug, dann lachen über mich, ich bin doof und so weiter. Die wollen nicht sagen, seine Ruhe, suchen sie selber irgendwo, Hotel und wieder bezahlen. Aber das ist problematisch. Die schämen sich dafür. Auch die örtlichen Behörden sind meist machtlos. Wir haben Rechtsanwalt, Polizei, ein Prozess, aber es ist hier nicht. Eine falsche Nummer, eine falsche Adresse und so weiter. Und es ist eine Katastrophe. Der Ferienhausexperte rät, Urlauber sollten nur bei Anbietern buchen, die eine solche staatliche Plakette und das Siegel des Mallorquinischen Vermieterbundes mit einer eingetragenen Nummer haben. Das heißt, Angebote, die diese Plakette haben, die sind sicher? Ja, wenn Sie diese Nummer bei Internet vom Tourismus schicken, da sagen die offiziell oder nicht offiziell. Außerdem rät der Experte, Ferienhausvermieter immer vor Reiseantritt persönlich anzurufen. Im Osten der Insel will Familie Schmalmark inzwischen am Pool entspannen. Doch das klappt nicht so richtig. Ich finde es nicht wirklich kinderfreundlich. Es ist nur ein kleiner Bereich für Kinder abgetrennt. Der Pool ist wirklich puschikalt. Und ja, hier auf dem Boden liegt überall Asche von Zigaretten. Der Poolbereich insgesamt karg und lieblos. Für die Familie enttäuschend. Wenig später geht es für die 4 zum Abendessen. Das gibt es in Buffetform. Es ist halt immer einmal Nudelgericht, ein Fleischgericht und ein Fischgericht. Also es ist okay. Man wird natürlich irgendwie satt, aber es ist jetzt nicht die große Auswahl. Die alkoholischen und alkoholfreien Getränke gibt es für die All-Inclusive-Urlauber aus dem Zapfhahn. Auch wir prüfen unser Abendessen im Hotel. Der Speisesaal liegt im Souterrain. Die Atmosphäre gleich der in einer lauten Bahnhofshalle. Full House. Die Auswahl am Buffet ganz okay. Könnte aber etwas appetitlicher angerichtet sein. Und der Geschmack? Sieht aus wie Fisch, fühlt sich an wie Fisch, aber es schmeckt halt nach nichts. Beim Brokkoli dasselbe. Es schmeckt einfach nach nichts. Wie kriegt man das denn hin, dass die Sachen nach nichts schmecken? Vielleicht schneidet das Frühstücksbuffet geschmacklicher besser ab. Vorm Essen erstmal gemütlich einen Kaffee. Doch leichter gesagt als getan. 2 Kaffeemaschinen für etwa 150 Gäste. Das dauert. Das ist, glaube ich, die langsamste Kaffeemaschine, die ich je gesehen habe. Geschafft. Jetzt kann es losgehen. Das Essen an sich ist einfach immer auf der untersten Qualitätsstufe. Hier die Champignons aus der Dose, das Rührei aus dem Tetrapack, die Brötchen, Aufbackbrötchen. Diese Atmosphäre hier, eigentlich kann man nur sagen, schnell weg. 4 Tage Mallorca liegen hinter uns. Zur Erinnerung. Ich habe für 3 Übernachtungen im Doppelzimmer All-Inclusive und den Flug knapp 800 Euro gezahlt. Familie Schmalmark für das Pauschalangebot mit 4 Personen über 1.900 Euro.
Am Abreisetag treffen wir uns am Flughafen wieder. Hallo. Na, wie ist es euch ergangen? Ja. Also ich fand's preis-leistungsmäßig eine komplette Katastrophe. Das Essen, das Zimmer, der Service. Oh Gott, das ist ja alles. Also, ja. Oh, es tut mir ein bisschen leid. Oh, alles gut, war trotzdem eine schöne Zeit. Ja. Ja, okay. Und jetzt wartet unser Flieger, ne? Ja. Genau. Einchecken. Viele, die nicht mit dem Flugzeug verreisen wollen, entscheiden sich für Urlaub in Deutschland. Camping wird dabei immer beliebter. Rund 40 Millionen Übernachtungen zählten deutsche Campingplätze im Jahr 2022. So viele wie noch nie. Es ist einfach ein Stück Freiheit. Wir können losfahren, wann wir wollen. Wir sind große Wohnwagen-Fans, haben letztes Jahr einen Wohnwagen. Einfach, dass man nicht jedes Mal wieder die Koffer zusammenpacken muss und dass sie immer das gleiche Bett haben und man trotzdem aber viel sehen kann und viel rumkommt. Das ist, glaube ich, das Schöne. Und das machen ja auch inzwischen viele Familien in der Elternzeit. Man ist ganz viel draußen und man wacht praktisch in der Natur auf. Wer auf deutschen Campingplätzen unterwegs ist, lernt aber auch immer öfter die Schattenseiten kennen, erklärt Wolfgang Kullig vom Deutschen Campingclub. Man merkt, dass gewisse Leute für sich entdeckt haben, dass das die Lizenz zum Gelddrucken ist. Viele Campingplätze sind bereits jetzt schon für die Hauptsaison ausgebucht. Also der Campingboom hat ja dermaßen zugenommen in den 2 Jahren oder 3 Jahren durch Corona. Wenn man die Zulassungszahlen von den Fahrzeugen sich anguckt, also ja, die Infrastruktur ist nicht mitgewachsen. Wie gut ist das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Campen? Und wo lauern die größten Preisfallen? Das wollen wir herausfinden und fahren an die Ostsee. Hier machen wir unseren Campingplatz-Check. 2 Monate vorher haben wir online eine Übernachtung in einem Mietwohnwagen gebucht. Der Campingplatz liegt auf der Halbinsel Daas in Mecklenburg-Vorpommern, direkt am Meer. Für 2 Personen zahlen wir 59 Euro Übernachtungskosten. Erstmal gar nicht so viel, aber dazu kommen noch Strom- und Gaspauschale, Nationalparkzuschlag, Kurtaxe. Die Bettwäsche gibt's für rund 32 Euro extra, Handtücher für 18. Mit der Endreinigung zahlen wir schließlich einen Preis von satten 202,90 Euro. Was bekommt man für diesen stolzen Betrag? Wir machen uns auf den Weg. Treffen unterwegs Camping-Experte Marc Kujat zum Video-Interview. Er gibt auf seinem YouTube-Kanal Urlaubstipps und bestätigt, auf deutschen Campingplätzen wird's inzwischen immer teurer. Es gibt den einen Trend, die Plätze, die einfach sagen, wir machen nichts und kassieren. Es gibt aber eben auch die Plätze, und ich nenne die immer so gerne Next-Generation-Campingplätze. Das sind oft Plätze, die schon bekannt sind, die es schon eine ganze Weile gibt, aber die jetzt halt quasi ja, neu geführt werden und modern geführt werden. Da gibt es abends mal ein Lagerfeuer, ein bisschen loungige Musik, eine Espresso-Bar, alternatives Essen, halt nicht nur die Wurst vom Grill. Das sind, glaube ich, die beiden Trends, die es da im Moment gibt. Und dazwischen gibt es wenige. Auch unser Campingplatz existiert schon seit Jahrzehnten. Sorgt man hier für zeitgemäßes Campingfeeling oder ruhen sich die Betreiber auf der idyllischen Lage aus? Ich habe es geschafft! Unser Mietwohnwagen liegt direkt in den Dünen. 12 Quadratmeter groß plus Vorzelt. Ja, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ne, irgendwie. Guck mal hier, was ist das denn? Das ist eklig. Das zieht sich ja hier die ganze Länge rüber. Guck mal, überall. Das Innere des Wohnwagens eher funktional als modern. Aha, ich würde sagen, jetzt sind wir in den 90er angekommen, ne? Naja, so eigentlich alles in Ordnung. Das Bad mit eigener Toilette. Die sollen Camper aber nur im Notfall nutzen. Und sauber ist es. Moment mal, was ist das denn hier? Ah, okay, wir sind am Strand, da gibt's Sand. Aber das? Schließlich zahlen auch wir 66 Euro für die Endreinigung. Die Betten hingegen wirken neu. Das Doppelbett ist recht groß und bequem. Es ist sauber, aber halt nicht so richtig stylisch. Und für 200 Euro, weißt du, für 200 Euro denke ich, da muss auch alles passen. Ne? Das ist hier nicht der Fall. Vor Ort entscheiden wir uns, ein Komfortbad zur alleinigen Nutzung dazu zu buchen. Ja, ach, das ist doch ganz schick.
Dafür zahlen wir nochmal 20 Euro pro Nacht extra. Moment mal, was ist das denn? Alles voll mit Fliegen, mit toten Fliegen hier. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Wer kein Privatbad gebucht hat, muss eins der neuen Gemeinschaftsbäder nutzen. Doch das nächstgelegene ist geschlossen. Ja, das ist ja super. Wir müssen mehrere hundert Meter weit laufen. Boah. Hier steht's. Wahnsinn. Wir machen Fotos von den Sanitäranlagen. Die Bilder schicken wir Marc Kujat. Wie schätzt der Camping-Experte den Standard ein? Mehr als zweckmäßig sollte das schon sein. Und das ist ja zweckmäßig. Ne? Ich glaube, es funktioniert, aber kann mir jetzt niemand sagen, dass man da gerne unter die Dusche springt. Wenn das ein Campingplatz ist, der irgendwo, weiß ich nicht, wo der Platz 15 Euro kostet die Nacht oder ein Zehner und man kann da günstig stehen, dann ist das vielleicht alles in Ordnung und dann muss ich bestimmt auch Abstriche machen. Aber das ist bei Ihrem Platz ja nicht so, sondern der kostet ja einen Euro. Und da finde ich, da kann man schon ein schönes Waschhaus erwarten. Wir schauen uns weiter auf dem Campingplatz um. Die Shops und das gastronomische Angebot, alles derzeit dicht. Das hatten wir uns Mitte Mai anders vorgestellt. Und die Miturlauber sicher auch. Nur der Supermarkt hat vormittags geöffnet. Auf ihrer Webseite versprechen die Betreiber des Platzes gute Unterhaltung und besten Service. Gibt's den hier wirklich? Kaputte Tischtennisplatten, eine verwaiste Minigolfanlage und ein Spielplatz. Weitere Freizeitangebote, Fehlanzeige. Auch auf der Bühne passiert derzeit nichts. Das ist jetzt nicht Hauptsaison, es ist aber auch eben keine Nebensaison. So, und die Preise, die sind mal Hauptsaison, behaupte ich jetzt mal, also ordentlich Hauptsaison. Dann sollten da diese Dienstleistungen natürlich möglich sein. Ich glaube, da gibt es einfach ein riesen Personalthema auch. Klar, überall in der Gastronomie und natürlich auf Campingplätzen auch. Ändert aber nichts daran. Also ich kann ja nicht die gleichen Preise verlangen und die Services nicht mehr anbieten. Das geht nicht. Ein Restaurant auf dem Platz hat abends dann doch geöffnet. Mein Team und ich haben uns aber vorab schon mit typischem Camperessen versorgt. Es ist soweit. Oh, super. Essen fassen. Ja, ich gebe eben mal eine Wurst. Nee? So. Dann guten Appetit. Danke. Richtig gut. Andi, komm rüber. Bei dem Ambiente packt auch uns das Campingfieber. Herrlich. Kurz vor dem Schlafengehen dann aber doch noch eine böse Überraschung. Oh nee, guck dir das mal an. Bin ich jetzt empfindlich oder ist das eklig? Ich meine, das ist direkt am Laken. Dafür haben wir pro Wäscheset 16 Euro gezahlt. So. Also, gute Nacht. Das Gesamturteil unseres Camping-Experten entsprechend deutlich. Ich glaube, das ist eine gute 5-. Die Betreibergesellschaft gibt uns gegenüber zu, dass es einen Investitionsstau in Bezug auf die gastrelevante Infrastruktur gebe. Den wolle man möglichst bald beheben. Die Höhe der reinen Übernachtungskosten halten die Betreiber für angemessen. Die weiteren Kosten von insgesamt 116,40 Euro für Extraleistungen wirkten sich bei nur einer Übernachtung gravierender aus, als wenn man länger bleibe. Unser Fazit: Schon bei der Urlaubsbuchung lauern häufig Preisfallen. Und vor Ort ist längst nicht immer alles so, wie die Veranstalter in ihrer Werbung versprechen. Genau recherchieren und Bewertungen hinterfragen lohnt sich, damit der Urlaub tatsächlich zur schönsten Zeit des Jahres wird.